Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. I'm just a Zuccolo, everywhere I go. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Ich gehe in Wirklichkeit nirgends hin. Ich bin genau dort, wo ich sein will, umgeben von mittlerweile, ich glaube, 17.000 Filmen, beziehungsweise jetzt dann 17.001. Denn natürlich musste auch Paul Schraders American Gigolo, auf Deutsch ein Mann für gewisse Stunden mit Richard Gere in der Hauptrolle, in meine Sammlung natürlich nicht ganz direkt freiwillig, sondern weil es sich um einen Film handelt, der von Arrow Video veröffentlicht wurde. Und das ist natürlich für mich ein absoluter Pflichtkauf. In Deutschland wurde der Film übrigens über CIC damals im Jahr 1980 ins Kino gebracht, noch mit FSK-Freigabe. Ab 18 Jahren wurde dann allerdings relativ schnell auf eine FSK-16-Freigabe runtergestuft für die DVD-Veröffentlichung auf Video. Kam der Film noch mit dem schönen roten Sticker auf dem Frontcover. Aber das, worauf wir hierzulande natürlich noch warten müssen, das ist die Möglichkeit, mit diesem Film in das 4K-Zeitalter einzureisen. In Amerika ist das jetzt bereits möglich. Da hat Arrow Video von dem Film nämlich eine limitierte Version im Doppelschuber mit eben zusätzlichem O-Card-Teil angefertigt. Dabei gibt es zwei verschiedene Cover-Alternativen. Auf der einen Seite die Original-Kinoplakat-Version und dann das alternative, neu für Arrow Video erstellte Cover-Artwork mit dem klassischen gestreiften Hemd, wobei könnte natürlich auch einfach nur sein, dass er gerade an den Jalousien irgendwo vorbeigeht, wie eben auf dem alternativen anderen Plakat. Das Artwork wurde in diesem Fall übrigens erstellt von Tommy Pocket, beziehungsweise bekommen wir bei diesem Release, wie eben hier hinten zu lesen, auch noch massenhaft Bonusmaterial. Da es sich um eine 4K UHD handelt, ist der Release natürlich komplett regioncodefrei und kann auch bei uns problemlos abgespielt werden. Was ich allerdings immer wieder mal etwas fragwürdig finde, ist die Tatsache, dass Arrow Video hier extra Geld in die Hand nimmt, um uns einen zweiten O-Card-Schuber zu servieren, dann allerdings das Backcover vom eigentlichen Schuber komplett schwarz und unbedruckt lässt, weswegen man sich in Wirklichkeit das Geld für den zweiten O-Card-Schuber einfach sparen hätte können. Da hätte ich gerne natürlich noch ein bisschen mehr abwechslungsreiches Design. Wir können dann einmal einen Blick ins Innere werfen. Da begrüßt uns auf der einen Seite gleich einmal das Standard Keep Case, das natürlich auf der einen Seite wieder das neu für diesen Release erstellte Cover-Artwork bietet. Das allerdings dann auf der Wendecover-Version mit dem Originalmotiv ausgestattet ist, das ich jetzt dann eben auch als Wendecover einsetzen möchte, damit ich hier ein bisschen visuelle Abwechslung zumindest in diesem Package habe. Ich muss an der Stelle eigentlich auch sogar zugeben, dass mir dieses alte Original-Artwork sogar noch ein bisschen besser gefällt als das neue von Arrow Video, weil seriously, what the fuck is this? Außerdem bekommen wir bei diesem Release dann natürlich wieder Motive dazu. Auf der einen Seite gibt es natürlich überall das alte Originalplakatmotiv, auf der anderen Seite sehen wir den ein oder das ein oder andere Aushangfoto zu diesem Film, mit dem der damals noch beworben wurde. Und können dann einmal zu den anderen Goodies wechseln. Da macht sich natürlich absolut bezahlt, dass Arrow Video diesem Film einen dicken und stabilen Schuber spendiert hat, denn auf der einen Seite bekommen wir hier noch das Original-Kinoplakatmotiv, in diesem Fall eben auch vollständig mit dem Rahmen, dem weißen, der eben auch beim Original-Kinoplakatmotiv so war, dankenswerterweise beim Cover-Artwork dann nicht, und außerdem mit diesem neu gestalteten Schandfleck. Aber was in diesem Fall recht cool ist, ist, dass Arrow Video eben den verfügbaren Platz in dem Schuber sehr schön genützt hat und uns ein sehr ausführliches Booklet serviert, das circa 60 Seiten hat, in dem Fall eben tatsächlich auch mit dieser Jalousie-Ästhetik, wie auf allen anderen Motiven, noch einmal ein neu gestaltetes Cover-Artwork, auch wieder kein, wie auch immer gestaltetes Backcover-Artwork. Da muss man vielleicht einmal die Produktverantwortlichen von Arrow Video darauf hinweisen, dass das Gestalten von Backcover-Artwork tatsächlich nicht wehtut. Also, dass man da keinen Ausschlag davon bekommt, wenn man eben auch hinten irgendwo was draufdruckt. Aber wir können da einmal
einen Blick durch dieses stabile Booklet werfen. Das ist natürlich nicht ganz so leicht zum Umblättern, weil das sehr, sehr dicke und sehr, sehr stabile Seiten sind. Aber wir bekommen wie gewohnt von Arrow Video das ein oder andere Essay zu dem Film. Dazu gibt es noch ein paar Szenenbilder, beziehungsweise können wir, wenn wir uns dann durch das Booklet gearbeitet haben, einen Blick auch noch einmal wagen auf das, auf die Notizen zum Transfer und zur Restauration, wobei das im Fall von einem Film wie American Gigolo relativ einfach ist, weil der Film stammt ja aus dem Jahr 1980, wurde damals selbstverständlich auf 35mm gedreht, was dann hier vom Originalkamera-Negativ einfach gescannt wurde und in 4K gegradet wurde, inklusive Dolby Vision. Das ist relativ einfach quasi. Und genauso, wie es auch richtig ist für eine 4K-Version, das macht definitiv Spaß, sich sowas in die Sammlung zu holen. Auch wenn ich zugeben muss, der Film ist einer, den ich mir wahrscheinlich, wäre er nicht über eine Arrow-Video-Veröffentlichung quasi verpflichtenderweise in meine Sammlung gerutscht, wahrscheinlich ich gar nicht in eben jene hineingeholt hätte. Aber es könnte vielleicht dann doch tatsächlich ein interessanter und sehenswerter Film dabei rauskommen.